Pferd quietscht, das Pferd quietscht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fancy Schmancy. Ich bin heute wieder mit einem neuen Video da. Okay, ich hatte letzte Woche Geburtstag. Und ja, da habe ich natürlich auch ein bisschen was geschenkt bekommen und das wollte ich euch gerne mal zeigen. Ich hatte einen sehr schönen Geburtstag. Ich habe den Tag quasi mir freigenommen von der Arbeit und habe zu Hause schön entspannt meinen Tag angefangen und zum Kaffee kamen dann meine Eltern und ganz überraschenderweise auch mein Mitbewohner aus Schottland. Hallo, vielen Dank dafür, das war total cool. Und genau, dann gab es noch ein leckeres Abendbrot und am Freitag darauf habe ich nochmal richtig mit meiner Familie nochmal essen und das war auch sehr schön. Genau, und da wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen, was ich alles für tolle Geschenke bekomme. Ich zeige euch als erstes, was ich mir selber geschenkt habe. Ich habe mir eine neue Brille gekauft. Mein altes Brillengestell war ungefähr 5 oder 6 Jahre alt und das konnte ich langsam nicht mehr sehen. Und deswegen bin ich dann einfach mal losgetigert und habe mir ein neues Brillengestell gekauft. Und das ist von Oliver Peoples und es gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich freue mich, dass ich mir gekauft habe. Ich hoffe, euch gefällt die neue Brille. Tada! So, fangen wir an mit dem, was ich von meinem Freund bekommen habe. Ich habe 3 ganz tolle Bücher bekommen, weil er nämlich auf meinem Blog gelesen hat, dass ich langsam nichts mehr zum Lesen habe und quasi an den Altbestand in mein Bücherregal gehe. Und deswegen hat er mir ein bisschen Nachschub besorgt und das finde ich natürlich sehr nett. Da ist das Buch von Katrin Bauernfeld dabei, Mir fehlt ein Tag zwischen Sonntag und Montag. So sieht das aus. Ich bin ganz gespannt. Ich kenne es noch nicht, aber ich freue mich schon darauf, das zu lesen. Dann ist von Laurie Nelson Spielmann Nur ein Horizont entfernt mit dabei. Da habe ich den ersten Band auch schon bekommen und den fand ich auch so schön. Und ich weiß gar nicht, ob das Band 1 und Band 2 ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, es sind 2 abgeschlossene Bücher. Aber das ist in dem gleichen Stil gestaltet und ja, das fand ich ganz schön. Und dann habe ich noch ein Buch bekommen. Darüber freue ich mich auch sehr. Habe ich schon oft gelesen. Das Rosie-Projekt von Graham Simsion. Ja, bin ich gespannt. Und dann habe ich außerdem bekommen von Hal Huber ein Cape. Das ist ein super schönes, flauschiges, kuscheliges Cape. Das kann ich direkt mal. Oh Gott, die ganze Deko. Es ist wunderbar. Oh, okay, das war's mit der Deko. Egal. Genau, das habe ich bekommen. Freue ich mich sehr darüber. Dann habe ich von ihm noch bekommen von Birkenstock. Solche Sandalen, da freue ich mich auch sehr drüber. Und in meiner Lieblingsfarbe, Türkis. Genau. Und dann habe ich mir noch gewünscht für die Küche. Und zwar habe ich in der Küche eine Wand voll mit Retro-Metallschildern. Und da gab es ein bisschen Nachschub. Und zwar von Edinburgh-Metallschildern. Das ist hier einmal das Scots Monumental. Dann haben wir hier den Blick quasi vom Carlton Hill auf das Edinburgh Castle. Waverley Station ist hier unten, National Gallery ist hier unten und hier nochmal das Scots Monumental. Und dann haben wir nochmal hier die Princess Street von der anderen Seite, National Gallery, Scots Monumental und hier ist Carlton Hill. Ist total cool, ich freue mich da sehr drüber und freue mich schon, wenn ich sie in der Küche aufhänge. Gehen wir gleich weiter Richtung Schottland. Ja, mein Mitbewohner aus Schottland war ja da und hat mich besucht und zu meinem Geburtstag quasi, da habe ich mich total drüber gefreut und von ihm habe ich schöne Leckereien bekommen und zwar ganz viel Shortbread quasi und ja, da freue ich mich ja natürlich immer drüber, so ein bisschen Schottland zu Hause zu haben. Dann habe ich von meiner Schwester, habe ich bekommen, selbstgestrickte Socken. Die sehen auch schon so krumpelig aus, weil ich sie die ganze Zeit schon trage. Und da drin war eine Karte für die Salzburger Festspiele, die Opernfestspiele. Und genau, da gucke ich mir an Othello, weil sie singt da nämlich mit und ich bin sehr gespannt drauf. Ist es schon nächstes Wochenende? Nee, übernächstes Wochenende fliege ich nach Salzburg, besuche sie da und gehe dann in die Oper. Ja, das wird bestimmt voll cool. Dann nehme ich auf jeden Fall meine Kamera mit und es wird gevloggt. Dann von meinen Eltern habe ich natürlich auch was bekommen. Und zwar habe ich hier bekommen von Nude Sticks ein Lippen- und Cheek-Pinsel. Pinsel, nicht Pinsel. Genau, das ist in so einem schönen O-Ton. Bin ich auch gespannt, den zu benutzen. Dann habe ich einen Pinsel bekommen und zwar von Boris Entrup, genau, und zwar ein Wimpernpinsel. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber das ist ein Pinsel, womit man sich quasi die Wimpern schminken kann. So sieht das aus. Und da macht man wohl Mascara auf den Pinsel drauf und schminkt sich dann damit die Wimpern. Von meinen Eltern habe ich auch Bücher bekommen und zwar, tada,
Sherlock, hinter den Kulissen, alles über Sherlock von der BBC-Serie. Freue ich mich sehr drüber. Ich bin ja großer Fan einfach von Sherlock allgemein, aber auch von, vor allen Dingen von der BBC-Serie, weil mir die sehr, sehr gut gefällt. Genau, da freue ich mich schon drüber, da drin zu schmökern. Dann habe ich noch bekommen ein weiteres schweres Buch. Die Kunst der Fotografie, der Weg zum eigenen fotografischen Ausdruck. Ja, freue ich mich auch sehr drüber. Ich kenne das Buch noch nicht, aber ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall sehr viel Text. Muss man lesen. So, weg. Nein, freue ich mich sehr drüber und bin schon gespannt, wie ich damit denn zu Rande komme. Und dann zu guter Letzt habe ich auch was für den Haushalt bekommen. Da freue ich mich auch sehr drüber. Und zwar ist es ein Topf von Woll. Und wir haben schon Wollpfannen, die habe ich meinem Freund geschenkt. Und die sind super mega gut und deswegen freue ich mich und so langsam so unsere alten Töpfe gegen hochwertiges Topf- und Pfannenset und so weiter auszutauschen. Das war es schon zu meinen Geschenken und ich freue mich total über all meine Geschenke und die Leute, die auf meinem Geburtstag waren quasi. Und das war's für dieses Mal. Yay! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Gebt einen Daumen hoch und drückt auf Abonnieren und was man da nicht alles machen muss. Kommentiert doch, wann ihr Geburtstag habt und was ihr so alles Tolles geschenkt bekommen habt. Vielleicht habt ihr ja noch in Erinnerung, was euer letztes super cooles Geschenk war, was ihr bekommen habt. Das würde mich voll interessieren. Also schreibt es doch unten in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye!